In meinen Videos zur Schellackpolitur fehlt jetzt eigentlich nur noch das Arbeiten mit der Hochglanzpolitur. Dazu nehmen wir jetzt mal als Beispiel diese nussbaumponierte Kommode. Die habe ich auf der Platte komplett neu poniert, habe dann mit Hasenleim grundiert und habe dann, genau wie in den Videos dargestellt, den Schelleraufbau so gewählt, dass ich erstmal dreimal Poren gefüllt habe und dann fünfmal Deckpolitur aufgetragen habe, weil hier ja ein ganz neuer Aufbau war. Und wenn ich jetzt so über die Fläche schaue, dann ist sie wirklich recht spiegelglatt. Vielleicht an einigen Stellen ist der Schellack etwas nachgesagt. Man könnte natürlich hier noch mehr Schellack aufbauen, aber die sieht eigentlich schon sehr gut aus, die Fläche. Selbst wenn ich jetzt nicht mehr mit der Hochglanzpolitur arbeiten würde, denn sie dient ja dazu, dass ich restliche Ölflecke oder Ölausdünstungen hier herunterpoliere, könnte man die Kommode auch so stehen lassen. Wenn Sie, wie ich in den Videos das demonstriert habe, sehr wenig Öl benutzen und auch wirklich nur Polieröl und nicht etwa Grundieröl oder wie es in mancher Literatur auch steht, dass Sie Leinöl nehmen, dann haben Sie sicherlich ganz große Ausdünstungen und Sie werden immer wieder eine Fläche haben, die nicht glänzt. Aber so braucht man nur sehr wenig von dieser Hochglanzpolitur auch. Nehmen einfach mal einen Ballen. Und wie Sie auch wahrscheinlich auch überhaupt beim Möbelpolituren kennen, wird es ganz einfach aufgetragen und dann mit einem anderen trockenen Lappen abgerieben. Da geht so ein angerautes Baumwolltuch sicherlich ganz gut. Und so erscheint dann die Fläche in Hochglanz.